this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir den sehr warmen 6. August 2018, Montagabend, knapp 8:30 und ich bin über Skype wieder verbunden mit meinem Bruder in Christus aus Hamburg, Viktor, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, das ganze Buch Hinter den Diktatoren, was wir im Augenblick lesen, den Drahtziehern auf der Schliche, zu übersetzen. Er ist im Augenblick, denke ich, ungefähr irgendwo im 6. Kapitel und wir machen heute am 6. August halt die zweite Lesung im 4. Kapitel, das getitelt ist Die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Ich habe letztes Mal, als ich in dem letzten Video habe ich sehr viel gesprochen, nur eine knappe Seite gelesen, das ist natürlich nicht so viel, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich persönlich der Meinung bin, dass ein wenig historischer, richtiger historischer Hintergrund wichtig ist zum gesamten guten Verständnis und da muss man das immer mit allen Ländern in Betracht ziehen. Und Deutschland hat ja nun in der Hinsicht eine reiche Geschichte, da es ja in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bereits 1000 Jahre, sage ich jetzt mal, die Federführung hatte in diesem Antichristenreich. Und dann kam aus dieser Federführung durch die Reformation genau das Gegenteil, die große Rebellion gegen die Kirche. Und wir hatten ja so letztes Mal angefangen, darin zu lesen, dass im Grunde sich natürlich die römisch-katholische Kirche eine Wiederherstellung der Situation wünscht von vor der Reformation. Die meisten Leute nennen das heute, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, die neue Weltordnung, was im Grunde nichts anderes ist, als die alte Weltordnung wiederhergestellt, weil in dieser alten Weltordnung, in der Zeit vor der Reformation, regierte die römisch-katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze souverän über das ganze bekannte Welt, also das, was wir heutzutage die zivilisierte Welt nennen oder das Abendland, ja, in Europa hauptsächlich, wo sich ja damals das meiste Leben mehr oder weniger abgespielt hat. Und diesen Machtverlust, der der römisch-katholischen Kirche zuteil wurde durch die Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts, den nimmt sie natürlich nicht länger hin und dafür hat sie den Orden der Jesuiten aufgerichtet, die sich dazu erklärt haben oder die überhaupt ihr Bestehensrecht nur deswegen haben, weil sie eben die Reformation komplett von der Erde vernichten wollen mit allem, was dazugehört und eben natürlich auch Deutschland, was eben das Herz der Reformation damals war. Aber gut, das war jetzt genug zu meiner kleinen Einleitung. Ich möchte jetzt erstmal den Bruder Viktor begrüßen, der uns in Hamburg schwitzend zuhört und auch dabei ist und an dieser Lesung gerne teilnehmen möchte. Hallo Viktor, herzlich willkommen und wie geht's denn da so? Moin moin und einen schönen guten Abend nach Belgien. Ja, hier ist soweit alles in Ordnung. War ein sehr schöner Tag und ja, ich freue mich, mit dir verbunden zu sein für die nächste Lesung in dem Kapitel Die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Ja, vielleicht noch sonst nebenbei kann ich noch erwähnen, das 6. Kapitel ist soweit abgeschlossen. Das wirst du dann von mir auch dann nach der Lesung, die Kopie werde ich dir dann übersenden. Schön. Ja, ansonsten kann ich noch sagen, hatte ich das ja auch schon kurz erwähnt, mir ist da ein Buch zugeflogen von einer eigentlich sehr betrogenen Seele. Das hat mich dann doch auch wieder irgendwo verwundert. Aber naja, was soll's. Das Buch Hiob liegt neben mir und ja, man kann da ja mal, oder ich wäre ja mal gespannt, was du davon hältst, das eventuell mal zu lesen. Vielleicht lese ich das ja und du bist dann mal Gast bei mir. Also das Einzige, was ich vom Buch Hiob kenne, ist das Buch Hiob aus der Bibel. Ja, im Englischen heißt es Job. Das ist das Buch Hiob und das ist eins der ältesten Bücher in der ganzen Bibel überhaupt. Man denkt geschichtlich, dass Hiob wohl irgendwo direkt nach der Flut oder so gelebt haben soll. Und es ist also wirklich ein sehr, sehr altes Buch. Da müsste man wirklich mal in die Tiefe gehen und die Bibel analysieren, wer wann, wo, welches Buch geschrieben hat. Na, wir wissen ja, dass Mose die ersten 5 Bücher geschrieben hat. Ja, das erste Buch Genesis, das zweite Buch Exodus, das dritte Buch Nummern, das dritte Buch Levitikus, das vierte Buch Nummern und das fünfte Buch Deuteronomium, die hat er geschrieben und dann hat Joshua das nächste wohl geschrieben und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das weitergeht, wer was geschrieben hat, die ganzen Propheten und so weiter, ob sie das selbst geschrieben haben oder wer auch immer.
Das ist eine Geschichte, um auf sich selber schon zu studieren. Also das ist das einzige Buch Hiob, das ich kenne, das Buch, das im Alten Testament ist. Man wüsste jetzt nicht, warum man das aus der Bibel rausnehmen sollte und ein eigenes Buch drüber schreiben sollte. Von daher bin ich mit deinem Buch jetzt nicht bekannt. Aber die Geschichte natürlich von Hiob in der Bibel selbst ist natürlich eine sehr interessante. Bist du damit bekannt? Ja, auf jeden Fall bin ich damit vertraut. Deswegen hat mich das jetzt auch ein wenig verwundert, dass es davon auch nochmal so eine quasi, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das bezeichnen soll, ja, dass man das Buch nochmal, hier steht, das Buch hier übertragen und herausgegeben von Georg Forer. Es ist auch in Frakturschrift. Mhm. Im Schärpe Verlag, Krefeld 1948. 1948 und noch Frakturschrift. Ja. Und da ist auch ein Anhang mit drin, wo dann auch nochmal steht, zum Beispiel, dass in diesem Anhang dann alles das, was sozusagen mal nachgetragen wurde oder verändert wurde von, ja, wie nennt man die dann, Schriftgelehrten. Mhm. Ja, ich meine, sonst kannst du ja mal einen Blick drauf riskieren, ob sich das lohnt, sich damit zu befassen. Ich fand es nur ganz interessant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ich kenne nur das Buch Hiob aus der Bibel. Das habe ich irgendwann mal gelesen, mehr oder weniger vollständig, aber ich habe es nicht besonders gut verstanden, weil das ist kein leichtes Buch, was man so mal eben sich reinziehen kann. Das werde ich mir ganz sicher nochmal anschauen, das werde ich ganz sicher nochmal lesen, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der Lesung hinter den Diktatoren. Und hast du das Buch als PDF davon Hiob oder hast du das als physisches Buch da liegen? Das ist ein physisches Buch. Also, ja. Also ich kann es dir ja sonst gerne mal zukommen lassen, dann kannst du ja mal reinschauen. Boah, nee. Es ist jetzt auch nicht so viel. Also das sind insgesamt, ich glaube, ach oh Gott, keine 55 Seiten. Na, dann kannst du es ja erstmal selbst lesen und mir dann sagen, was du davon hältst. Ne? Oder so. Machen wir das so. Machen wir das so. Gut, und wir fahren jetzt fort mit der Lesung hinter den Diktatoren. Die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Wie ihr seht, sind wir hier immer noch auf der Seite, die wir gestern bereits gelesen hatten. Und ach nee, gar nicht wahr. Das ist die Seite, die wir gestern bereits gelesen haben, mit dem Titel oben drüber. Die erste Seite, die hatten wir durchgearbeitet. Und dann in der zweiten Seite, habe ich gesagt, da hatten wir eigentlich hier diesen zweiten Absatz, wo ich jetzt gerade hier blau hinterlege. Da müssten wir eigentlich weiterlesen, aber wir gehen nochmal eben zurück auf den ersten Absatz und wiederholen den nochmal. Ohne jetzt irgendwelche Kommentare dazu zu geben, weil das habe ich ja gestern bereits reichlich getan, werden wir jetzt nochmal eben lesen, was hier in diesem zweiten Absatz steht. Die amerikanische Demokratie zerfällt und bröckelt von innen. Müdigkeit, Desillusionierung, Ekel, die unerträgliche Spannung in der Gesellschaft, die Angst vor dem Krieg und die Angst vor dem Bankrott, das Fehlen von Sicherheit, die technologische Revolution, die weit über die Instrumente der sozialen Kontrolle hinausgeht. Tief verwurzelter anarchistischer Hass auf eine soziale Ordnung, die zu lange das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, den Aufstand der Massen und die Nivellierung aller Werte, das Fehlen jeglicher gemeinsamer ethischer Grundlage verleugnet hat. Das sind nur einige der vielen Faktoren im Niedergang, die jetzt auf uns warten. Führung in dieser Krise ist nicht von den Laien zu erwarten. Sie wird auch nicht von der Basis der katholischen Pyramide übernommen, sondern von der Spitze. Ja, die römisch-katholische Kirche hat immer eine Regierungsform, die von oben nach unten geht, niemals von unten nach oben. Ein ganz großer Unterschied im Grunde mit der Bewegung von Jesus Christus, ne, der ja von ganz unten kam. Ne, ein ganz armer Mensch war auf dieser Erde. Und bei so etwas spricht man eher von einer Grassroots-Bewegung. Bei der römisch-katholischen Kirche ist es immer von oben nach unten, top down. Die christliche Revolution, die wir natürlich verstehen müssen als katholische Revolution, wird beginnen, wenn wir uns entschließen, aus der bestehenden sozialen Ordnung uns zu lösen, anstatt mit ihr begraben zu werden. Welche Meinung auch immer die katholische Kirche jetzt über Hitler und seinen Nationalsozialismus äußern mag, sie verbindet mit ihm und den anderen faschistischen Diktatoren zu 100% das erklärte Ziel, die aus der Reformation hervorgegangene politische und soziale Ordnung zu zerstören. Das ist genau das, was ich eben bereits angeführt hatte,
Das ist das, was wir heute die neue Weltordnung nennen, das im Grunde nichts anderes als die Wiederherstellung der alten Weltordnung. Natürlich zu anderen Konditionen. Ja? Wir sind ja inzwischen ein paar hundert Jahre weiter. Wir haben uns ja technisch und alles weiterentwickelt. Das heißt, die Kontrolle, die die römisch-katholische Kirche während des dunklen Zeitalters über die Menschen ausgeübt hat, hauptsächlich über den Beichtstuhl, das braucht es heute nicht mehr, wo wir alle mehr oder weniger miteinander elektronisch vernetzt sind, digital vernetzt sind, wo wir hinterm Computer sitzen und die verschiedenen Nachrichtendienste ganz genau wissen, was wir tun, wann wir es tun, wie wir es tun. Die wissen, welche E-Mail wir schreiben, wann wir sie schreiben, an wen wir sie schreiben, was wir darin schreiben, welche Telefongespräche wir führen und. Also das ist natürlich technologisch jetzt auf einmal ein ganz anderes Niveau als vor 500 Jahren, aber das Prinzip der Kontrolle bleibt dasselbe. Und dieses Prinzip möchte die römisch-katholische Kirche wiederherstellen. Das ist die von vielen Leuten missverstandene neue Weltordnung. Sie ist im Grunde gar nicht neu. Sie ist nur die alte neu eingekleidet. Ja? Also, sie soll im Wesentlichen durch einen positiv christlich-hierarchischen Staatenbund ersetzt werden. Ähnlich dem vor dem Protestantismus, den die autoritäre Ordnung in Mitteleuropa gestört hat. Da wollen wir mal eben gucken. Ich hatte da letztes Mal hatte ich da Bilder vom alten Rom vorbereitet. Das habe ich jetzt gar nicht. Da muss ich mal eben sehen, dass ich mir das mal eben hier raussuche. Empire. Dann können wir da mal eben ein Bild von nehmen, von dem alten römischen Reich. Und dann können wir ja auch mal sehen, was da, wie das damals war und wie das heute sein wird. Also wir sehen hier zum Beispiel, das finde ich ein sehr schönes Bild, muss ich mal eben ganz groß machen, können wir das sehen, das ist das alte römische Reich. Seht ihr hier, dieser untere Teil, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und dann in den Osten hinüber bis nach Griechenland und sowas hinein, wo diese Grenze gezogen ist. Und da oben drüber gibt es dann halt diese anderen Völker, wie zum Beispiel die Friesen, die Angelsachsen, die Lombarden und all diese ganzen anderen Völker, die da oben stehen, das ist eben da, wo Rom nicht hingekommen ist. Rom ist ja auch in Deutschland nur bis zur Rheingrenze gekommen, sind ja den Rhein nie rübergegangen. Das ist das alte römische Imperium. Und wenn wir uns dann das neue römische Imperium ansehen, dann schauen wir doch mal eben hier auf diese Karte. Wir nennen das heute die EU, ja, die Europäische Union. Das Bild hatte ich euch ja gestern auch schon mal gezeigt und das ist eben das, wo wir heute leben. Das ist im Grunde das wiederhergestellte römische Reich heute, 2018. Der Autor selbst spricht hier natürlich in der Zeit von Anfang der 1940er Jahre, also vor über 70 Jahren, und hat da natürlich noch einen ganz anderen Blick drauf. Aber er sagt ganz deutlich, es soll im Wesentlichen durch einen positiv katholischen, ja, deswegen positiv christlich heißt positiv katholischen, hierarchischen Staatenbund ersetzt werden, ähnlich dem vor dem Protestantismus, den die autoritäre Ordnung in Mitteleuropa gestört hat. Nun, in dieser Europäischen Union, die wir hier haben, ich habe da noch ein anderes Bild gefunden, das finde ich ganz toll, müsst ihr euch mal angucken, die Auflösung ist ganz beschissen, aber das Bild an sich ist sehr ausdrucksfähig. Ein Volk, ein Reich, ein Führer und Europa in Rot mit dem Hakenkreuz auf der linken Seite und ein Volk, ein Reich, ein Oro, alles in Blau auf der rechten Seite. Und seht ihr den Unterschied? Nur in Skandinavien sieht man den kleinen Unterschied. Ne? Schweden ist hier rausgenommen oder Norwegen ist hier rausgenommen. Und hier mit drin in der Europäischen Union ist ja Norwegen mit drin. Das ist der einzige Unterschied. Und das ist genau das, worum es geht. Ja, Hitler wurde damit beauftragt, Europa wieder zu vereinen, um dafür zu sorgen, ein, wie er es nannte, neues tausendjähriges Reich zu errichten, ne, weil das alte von 800 bis 1800 halt zerschlagen wurde, eben auch durch Mittel der Reformation. Also, wie gesagt, ich muss probieren, nicht allzu viel Kommentare abzugeben, sondern ein bisschen den Autor mal sprechen zu lassen. Hitler hat es in Artikel 24 seines nationalen Sozialprogramms niedergelegt, dass die Partei als solche vom Standpunkt eines positiven Christentums ausgeht. Also die Partei als solche geht vom Standpunkt eines positiven Katholizismus aus. Wir müssen immer wieder bedenken, dass wenn solche Leute wie Hitler von Christentum sprechen, dass sie den Katholizismus meinen, der kein Christentum in dem Sinne ist.
Dies ist ein spezifisch jesuitisches Handlungsprinzip, mit dem letztendlichen Ziel, alle christlichen Sekten dazu zu bringen, sich mit der katholischen Kirche für eine, Zitat, christliche Reform der Staaten, Ende Zitat, zu vereinigen. Die Schaffung einer hierarchischen Gruppierung von feudal strukturierten Staaten, die gänzlich frei sind von jüdischem, freimaurerischem und protestantischem Einfluss. Ja? All diese Einflüsse und hauptsächlich der protestantische Einfluss ist da nicht mehr gegeben. So, und wie will die römisch-katholische Kirche das erreichen, eine christliche Reform der Staaten, wo sie sich zu vereinigen haben, alle christlichen Sekten dazu zu bringen, sich mit der katholischen Kirche für eine christliche Reform der Staaten zu vereinigen, also katholische Reform der Staaten zu vereinigen? Kennt ihr da einen anderen Ausdruck für das, was ich hier gerade vorgelesen habe? Ökumenismus. Alles das, was seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts passiert ist. Damit sorgen die Jesuiten durch all die protestantischen Denominationen zu infiltrieren dazu, dass all diese Kirchen zurück unter die Fittiche von Rom kommen. Das ist der Ökumenismus. Der hat zum Beispiel dazu geführt, dass am 31. Oktober 1999, am Reformationstag zufälligerweise, die weltweite Lutheranische Föderation einen Vertrag unterschrieben hat über die gemeinsame Glaubenserklärung mit dem Römischen Reich, also zur Erklärung der Joint Doctrine of Justification, heißt das im Englischen. Ich komme mal nicht auf den deutschen Titel davon. Ja. Das haben die damals unterschrieben, ausgerechnet am 31. Oktober 1999. Wenn ich das unter Joint suche, dann finde ich das hier, vielleicht kann ich euch das Bild mal geben. Das habt ihr aber auch schon in einigen meiner Videos gesehen. Ja. Hier ist es in Englisch, Joint Declaration on the Doctrine of Justification, also eine gemeinsame Erklärung über die Doktrin der Justification, der Recht der wie sagt man das? Rechtschaffenheit. Ach Mensch, diese Ausdrücke, wenn ich sie im Englischen weiß, dann komme ich manchmal nicht auf das Deutsche. Kannst du mir eben mal helfen, Viktor? Ja, also Justice hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun und deswegen. Ja, es geht um die Errettungslehre. Es geht darum, dass die protestantische Kirche lehrt, durch den Glauben seid ihr errettet und das nicht durch Werke. Und die römisch-katholische Kirche sagt, dass man durch die Werke errettet wird. Die Werke sind in der römisch-katholischen Kirche die Sakramente, ja, die sie einsetzen. Unter anderem die Messe und die Eucharistie und so weiter und so weiter. Also die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung. Und dann haben wir hier das Bild, das wollte ich euch gerne mal zeigen, da könnt ihr das sehen. Das ist eine Unterzeichnung von diesem Papier. Am 31. Oktober 1999 mit Bischof Dr. Christian Krause auf der linken Seite und Edward Idris Cardinal Cassidy auf der rechten Seite. Also hier in Rot sehen wir den römisch-katholischen Kardinal und hier in Schwarz sehen wir den Vertreter der Lutheranischen Weltweiten Föderation, wo sie diesen Vertrag unterschreiben und wo im Grunde die Lutheranische Kirche sagt, wir haben ein und dieselbe Rechtfertigungslehre oder akzeptieren ein und dieselbe Rechtfertigungslehre zusammen mit der römisch-katholischen Kirche. Wir geben unseren Protest auf. Da geht es im Grunde drum. Sie geben den Protest auf. Das war 1999. 5 Jahre später hat die Methodistische Weltweite Föderation dasselbe gemacht und sind da auch beigekommen. Und inzwischen sind noch die Orthodoxen beigekommen und so weiter und so weiter und so weiter. Also, das geht jetzt auch zu weit, um das bis ins Detail zu erklären. Aber hier geht es ganz deutlich darum, um das, was wir gerade eben hier gelesen haben. Die Schaffung einer hierarchischen, alle christlichen Sekten dazu zu bringen, sich mit der katholischen Kirche für eine christliche Reform der Staaten zu vereinigen. So, und wenn wir jetzt die ganzen verschiedenen, zwischen Anführungszeichen, protestantischen Staaten in Europa haben, die dann mit der römisch-katholischen Kirche eine gemeinsame Glaubenserklärung, kann man das ja schon fast nennen, abgeben, ja, dann sind die natürlich alles ein und dieselben. Und das ist natürlich ganz leicht, um auch hier auch die Staaten miteinander zu vermischen. Und das tun sie, indem sie uns die EU vorsetzen, ja, die Europäische Union. Ja. Ein Volk, ein Reich, ein Euro, wie das da in dem einen Spruch so schön heißt. Das finde ich wirklich ganz, ganz
wichtig, dass wir das einmal betonen. Uns wird diese Idee, die Hitler damals im Zweiten Weltkrieg mit Gewalt versucht hat, uns zu verkaufen, uns wird die heute verkauft durch Fortschritt, durch Handel. Ja? Handelsgrenzen werden abgebaut. Das ist ja alles ganz schön, wenn ich keine Zölle und sowas mehr habe. Und wenn ich nach Italien fahre und ich muss keine Lire mehr eintauschen und nach Spanien keine Peseten mehr eintauschen und nach England keine Pfund mehr eintauschen. Und so weiter und so weiter, sondern wenn ich überall in dieser Zone mit einem und demselben Geld bezahlen kann, ist ja alles so leicht und am besten noch mit einer Plastikkarte anstatt mit Cashgeld, ist ja noch leichter. So wird uns das verkauft und so kriegen die hier im Grunde uns dazu, um ihrer Agenda zu folgen, ohne dass wir es im Grunde wirklich begreifen. Ja? Alles wird eins und dasselbe gemacht. Wolltest du was sagen, Viktor? Ja, man kann natürlich dabei auch noch berücksichtigen, dass natürlich, wenn man jetzt nochmal kurz am Anfang des Kapitels nochmal hochblickt und dass man natürlich heute, oder dass die katholische Kirche natürlich da heute ein ganz anderes Bild zu äußert, also zu Hitler und dem Nationalsozialismus, ist ja klar. Aber grundsätzlich stimme ich da mit dir überein, dass natürlich die Ökumene so weit fortgeschritten ist und natürlich auch so, sage ich mal, durch die Hintertür, vielleicht für die Laien gar nicht so, ja, wenn du das jetzt so auflistest, wer da jetzt alles Verträge mit denen abgeschlossen hat und quasi die ganzen Denominationen wieder zur Mutter zurückgekehrt sind, also zur Mutterkirche, ne? Ja, kann man schon sagen, dass da in gewisser Weise der Fortschritt da, also die Bemühung das Heilige Römische Reich wieder zu errichten, da das schon sehr weit fortgeschritten sind. Und ich meine, die eine Sache ist, also mir hat man damals auch in der Schule gelehrt zum Beispiel, dass diese ganze, ich sag mal, diese ganze Gleichschaltungssoße, die damals ab 1933 angefangen hat, dass das eigentlich gar nicht so toll ist. Aber was macht man ja heute wieder? Also, ne, du hast es ja auch schon so kurz angesprochen. Also im Grunde, ja, merkt man vielleicht schon so ein bisschen, dass so alte Muster irgendwie wieder, ja, so am Horizont so leicht wieder schon durchschimmern, ne? Ja, der interessante Punkt dabei ist im Grunde zu bemerken von, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist immer alter Wein in neuen Schläuchen, der einem verkauft wird. Ganz genau. Damit kennst du dich ja gut aus. Ja, mit Wein, ja. Gut, ich habe hier in der Zwischenzeit eine Abspielliste mal offen gemacht, die ihr auf meinem Kanal euch angucken könnt. Da sind 11 Videos drin. Da geht es um ein Buch von Dr. Martin Kobialka, ein Professor an der renommierten Andrews-Universität in Michigan in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist ein Doktor evangelischer Theologie im Auftrag der Siebentagsadventisten und sein Buch Ökumene und Weltregierung beschäftigt sich mit der Ökumene und deren Auswirkungen auf die kommende Weltregierung und Einheitsreligion unter der Direktive Roms. Auch wird in diesem Buch die Zusammenarbeit der Siebentagsadventistischen Kirche mit der ökumenischen Bewegung dargelegt und die Zugeständnisse, also Kompromisse offengelegt, die diese, zwischen Anführungsstrichen, Kirche macht, mit dem Ziel, ihre Mitglieder auf die breite Straße des Verderbens zu führen. Das Buch ist übrigens von 1994, die Lesung und Besprechung aktueller denn je, die habe ich 2017 gemacht. Könnt ihr euch ja mal angucken, diese 17 Videos, und da werdet ihr viel verstehen über den Ökumenismus, wenn ihr da bis jetzt noch nicht so viel Verstand von habt, was ich ja auch keinem vorwerfe. Es gibt ja so viel, was man darin lernen muss oder sollte oder könnte, und meine Videos sind nur ein Teil davon, aber diese Abspielliste ist ganz interessant und ich fand das Buch von dem Kobialka sehr interessant, muss ich da mal eben mit beisagen. Von daher, dass ich euch das gerne mal ans Herz legen möchte, wenn ihr die Zeit habt, schaut ihr auf meine Abspiellisten. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich da drauf geklickt habe. Ist ja ganz einfach. Und dann könnt ihr euch die 11 Videos angucken. Da geht es über die Ökumene. Die Ökumene eben, die dafür sorgt, dass eben die ganzen Sekten, nenne ich sie jetzt mal, die abgefallenen Glaubensrichtungen, abgefallen von Rom, wieder unter die Fittiche von Rom zurückkehren sollen. Und wir sind da heute in 2018 in der absoluten Endphase davon. Ja? Die Schaffung einer hierarchischen Gruppierung von feudal strukturierten Staaten, weil wir müssen ja mal begreifen, der Autor spricht hier hierarchische Gruppierung von feudal strukturierten Staaten. Ich sage, ja, das haben wir ja nicht, wir haben ja Demokratien. Ja, aber die Demokratien, die wir haben, sind doch eigentlich feudalistische Staaten. Ich meine, das ist doch eine Sippenwirtschaft da, jetzt mal ganz ehrlich.
wenn wir uns mal unsere sogenannte Demokratie in der sogenannten BRD anschauen, was ist denn das mehr als Sippenwirtschaft? Da kam damals aus dem Osten, als die DDR sich aufgelöst hat, dieser Lothar de Maizière in die Politik und ein paar Jahre später hast du dem seinen Sohn, den Thomas de Maizière in der Politik. Und es gibt noch andere Beispiele darüber. In Amerika ist das noch viel offensichtlicher. Da hast du ja den ganzen Bush-Clan, ne? Du hattest in den 80er Jahren, war Ronald Reagan Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika und sein Vizepräsident war wer? George Herbert Walker Bush, der Senior Bush, der dann den Reagan abgelöst hat, der dann abgelöst wurde von Bill Clinton, der selber Georgetown ausgebildet wurde, Georgetown Universität ausgebildet wurde, und dann hat danach seinen Sohn übernommen, George W. Bush. Und die letzten Jahre ist einer der Brüder von George W. Bush, Jeb Bush, auch im Gespräch gewesen, um für die Präsidentschaft zu kandidieren in Amerika. Das ist doch eine einzige große Sippenwirtschaft. Und in anderen Ländern ist das nicht viel anders. Denk doch mal zum Beispiel an, in Kuba war das doch auch so. Der Fidel Castro ging weg und sein Bruder Raúl kam an die Macht. In anderen Ländern, in Nordkorea, der Kim Jong-un, der da heute regiert, davor war sein Vater an der Macht. Also man muss ja auch nochmal dann auch damit natürlich die arabischen Staaten natürlich auch mal mit einbeziehen, ne? Das ist ja alles in sich auch immer in der Regel so eine Sippenwirtschaft, ne? Ja, bei den arabischen Staaten ist es ja noch ein wenig mehr so, dass es ja auch tatsächlich noch ein Königshaus, sage ich jetzt mal, Saudi-Arabien zum Beispiel oder Vereinigte Arabische Emirate, das sind ja keine Demokratien an sich, das sind ja auch Königshäuser. Wir haben ja in Europa auch noch Königshäuser. Ich lebe ja auch in Belgien. Das ist ein Königreich. Ja? Wir werden hier von einem König regiert. Inzwischen schon der dritte, seit ich hier wohne, glaube ich zumindest, dass der dritte an der Macht ist inzwischen. Baudewein, als ich herkam, dann war Albert und jetzt ist dieser Neue da, sein Sohn, der Loser Albert da am Ziehen. Und in Dänemark haben wir ein Königshaus und in Niederlande haben wir ein Königshaus und in Schweden haben wir ein Königshaus und in Monaco haben wir ein Fürstentum und weißt du, es gibt in Europa ja noch diese alten Königshäuserstrukturen. Okay, das ist wirklich Feudalherrschaft, aber das setzt sich ja selbst in den Demokratien durch, dass das eine Sippenwirtschaft ist. Ob die Leute jetzt miteinander blutsverwandt sind oder nicht, aber es geht doch immer um Ziehkinder. Ich meine, das beste Beispiel ist doch Merkel. Helmut Kohl hat es doch mein Mädchen genannt, oder? Die wurde doch von ihm herangezogen für den Posten, den sie jetzt seit was weiß ich wie vielen Jahren in Deutschland schon bekleidet. Das ist doch eine Sippenwirtschaft, auch wenn die beiden vielleicht nicht blutsverwandt sind miteinander. Aber es ist doch eine Sippenwirtschaft. Oder nicht? Nee, ich bin auf jeden Fall mit dir auf einer Linie. Ich habe auch den Eindruck, dass man jetzt schon so wahrscheinlich demnächst schon so ein bisschen auch raushören kann, so wenn man zwischen den Zeilen liest, wer dann halt der Nachfolger wird. Ne? Das ist dann jetzt irgendwie auch schon wohl schon vornherein. Es ist bei uns wie in Amerika, Entschuldigung, dass ich dich mal eben unterbreche, aber es ist bei uns wie in Amerika, die Wahlen sind ein einziger großer Witz. Die sind nur noch offiziell dafür da, um doch den Kandidaten durchzulassen, der am Ende doch die Bestätigung des Papstes hat. Weil es regiert in Deutschland keiner, in Belgien keiner, in Frankreich keiner, in England keiner, in Italien keiner, in den Vereinigten Staaten von Amerika keiner, der nicht vom Papst seine Bestätigung hat. Ja? Und natürlich, die Leute werden dann herangezogen, wie zum Beispiel die Merkel eben das Kind von Helmut Kohl war, also Ziehkind von Helmut Kohl war, nach dem Motto. Ne? Die ziehe ich mir an. Da kamen ein paar Jahre Schröder dazwischen, da konnten die Deutschen mal sehen, wie toll das ist, unter der SPD regiert zu leben, haben gleich wie die Schnauze voll gehabt und wählen dann wieder die CDU, die Idioten. Und haben dann halt die Merkel an die Macht gelassen, die jetzt inzwischen nicht mehr abgibt. Und jetzt wird natürlich für die ein Nachfolger herangezogen. Und der wird uns dann präsentiert. Das ist genau wie mit diesem, der Schmidt da, der doch von der EU extra kam und letztes Mal bei den letzten Bundestagswahlen doch der sogenannte Gegenkandidat zu Merkel war, der Martin Schulz. Das war der Name des Jesuiten. Martin Schulz. Ein ganz, ganz mächtiger, jesuitengeschulter Mensch aus der Europäischen Union. Ich habe viele Diskussionen mit ihm gehört, damals mit dem Nigel Farage. Die haben sich ja immer angefallen. Der Nigel Farage ist übrigens auch von der UKIP
Party in England ist übrigens auch kontrollierte Opposition, aber es war mal ganz witzig, die anzuhören, wenn die sich rumgestritten hatten da auf dem Europäischen Parlament. Aber der Martin Schulz war auch jesuitengeschulter Kandidat der SPD als Gegenkandidat zur Merkel. Und ob der jetzt rangekommen wäre oder die Merkel rangekommen wäre, das wäre dem Papst in der Hinsicht egal gewesen, weil sind sie seine Kandidaten. Und ob die Leute jetzt miteinander verwandt sind, wie sie das sind in Königshäusern, wo es mit der Erbschaftsfolge die Macht von dem einen auf den anderen übergeht, oder ob sie im Geiste verwandt sind und im Geiste herangezogen werden, dieselbe Politik fortzusetzen, das spielt doch im Endeffekt keine Rolle, oder? Ich denke nicht, nein. Ich finde, das ist gehupft wie gesprungen. Also im Grunde ist immer, wie wir, wenn wir wieder durch die Brille der Bibel das Ganze betrachten, am Ende zählt nur die Früchte, die diejenigen ja, uns präsentieren. Die sie fortbringen, also, ja. Ja, die sie fortbringen, genau. Stimmt. Und ich denke, da spielt das keine Rolle, ob ich jetzt da blutsverwandt bin oder nicht. Oder ja, es spielt dann, denke ich, am Ende keine Rolle. Also glaube ich auch nicht. Und von daher, wenn der Autor hier spricht über die Schaffung einer hierarchischen Gruppierung von feudal strukturierten Staaten, dann muss man eben davon ausgehen, dass die sogenannten Demokratien in der westlichen Hemisphäre, die wir heutzutage kennen und in denen wir leben, dass das auch feudal strukturierte Staaten sind, weil uns werden irgendwelche Leute präsentiert, von denen wir wählen können. Du kannst entweder die braune Kacke wählen, die grüne Kacke oder die rote Kacke, aber wählen tust du immer Kacke, ne? Ja, es ist ja auch so witzig, wenn man alle Farben dann immer zusammenwählt, es kommt immer, zusammenmischt, es kommt immer Kacke raus. Ne? Es kommt immer braun raus, ne? Ja. Ja, stimmt. Aber so muss man das mal sehen. Also, und diese sollen also gänzlich frei von jüdischem, freimaurischem und protestantischem Einfluss sein. Ja, das kann schon sein, dann sind sie halt unter jesidischem Einfluss und das ist genauso schlimm. Bischof Hudal, fährt der Autor fort, um mal zu probieren, dass wir doch mehr als eine Seite lesen heute. Bischof Hudal und andere deutsche Prälaten haben auf die gemeinsamen Grundlagen des Nationalsozialismus und des Katholizismus hingewiesen. Was? Ich glaube, muss ich den Satz nochmal lesen? Bischof Hudal und andere deutsche Prälaten haben auf die gemeinsamen Grundlagen des Nationalsozialismus und des Katholizismus hingewiesen. Was höre ich denn da? Der Nationalsozialismus und der Katholizismus haben gemeinsame Grundlagen? Das würde ja heißen, dass der Nationalsozialismus vom Katholizismus gesteuert ist, weil die geistliche Macht steht immer über der weltlichen Macht. Das ist ja mal ein ganz wichtiger Satz, den uns der Autor hier eben gibt. Und wenn man natürlich meine Lesung verfolgt hat von Die verborgene Geschichte der Jesuiten, dann wisst ihr, dass der Nationalsozialismus vom Katholizismus kontrolliert wurde und dass natürlich die Grundlagen dieselben sind. Und wenn ihr euch das Intro anschaut von diesem Video hier, wie auch von den anderen Teilen hinter den Diktatoren, da erscheint zum Ende des Intros dieses Bild, wo die Aussage darin steht, dass das Zitat aus Civilta Catholica, kriegst du das eben gerade auf die Reihe, so zu zitieren? Ich habe das jetzt gerade im Kopf nicht... Dass die Konzepte... Faschismus den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt, sowas genau. sinngemäß. Also da kommen wir auch nochmal in dem Buch auch später dazu. Also das Zitat wird auch nochmal fallen. Stimmt, da kommen wir nochmal hin. Aber das ist im Grunde eine Bestätigung von dem, was Bischof Hudal hier gerade sagt. Ja? In seinem Werk Die Grundlagen des Nationalsozialismus. Die Grundlagen des Nationalsozialismus, sagt er das auf Seite 18. Vater nennt niemanden Vater, außer dem, der im Himmel ist, Kaflen, der Jesuit und seine jesuitischen Anhänger predigen das Gleiche in diesem Land. Hier spricht der Autor natürlich jetzt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Bischof Hudal und andere deutsche Prälaten haben auf die gemeinsamen Grundlagen des Nationalsozialismus und des Katholizismus hingewiesen und der jesuitische Vater Kaflen und seine jesuitischen Anhänger predigen das Gleiche in Amerika. Vater Kaflen und seine jesuitischen Anhänger haben ihr ganzes Material, was sie in Amerika verbreitet haben, von Goebbels Propagandaministerium aus Berlin empfangen. In der Tat vollbringen Hitlers Blitzkriege heute all das, was seinen Konzepten für eine neue Ordnung in ganz Europa zur rücksichtslosen Vernichtung von Judentum und Freimaurerei
und Protestantismus, muss man dazu fügen, am nächsten kommt. Seit Jahrhunderten setzt die Politik des Vatikans all ihre Hoffnungen auf die Wiederherstellung ihrer Herrschaft über die europäischen Nationen, auf ein starkes, militarisiertes Deutschland, das den Kontinent von allen britisch-protestantischen Einflüssen aus dem Westen säubern und ganz besonders vor einer russisch-slawischen Invasion aus dem Osten schützen würde. Ich muss hier noch mal ganz kurz mit eurer Erlaubnis abweichen auf einen kleinen Kommentar, wenn er mir jetzt nicht gerade wieder entfällt, weil ich dann so lange drüber am Nachdenken bin. Seit Jahrhunderten setzt die Politik des Vatikans all ihre Hoffnung auf die Wiederherstellung ihrer Herrschaft über europäische Nationen. Sie machen das mit Leuten, die die römisch-katholische Kirche dann sagt, der ist uns Gott geschickt. Und wisst ihr, von wem die römisch-katholische Kirche das damals gesagt hat? Von Mussolini. Nachdem er 1929 den Lateranvertrag mit dem Vatikan unterzeichnet hat und dem Vatikan 1929 seine irdische Macht, seine weltliche Macht wiedergegeben hat und den Vatikan als Königreich anerkannt hat und den Papst als König dieses Königreiches anerkannt hat. Die Heilung der Wunde aus Offenbarung 13. Da hat die römisch-katholische Kirche gesprochen von einem von Gott geschickten Menschen in der Form von Mussolini zu der Zeit. Ja? Und da setzen sie eben drauf, dass mit Hilfe von solchen gottgeschickten Diktatoren ihre Wiederherstellung ihrer Herrschaft über die europäischen Nationen auf ein starkes militarisiertes Deutschland, da setzen sie mit drauf, dass den Kontinent von allen britischen protestantischen Einflüssen aus dem Westen säubern, weil das Herz der Reformation war zwar irgendwo Deutschland, wenn wir an Luther denken, aber die Reformation hatte ihren Ursprung nicht in Deutschland. Der Ursprung kam aus England, von Wycliffe. Und Tyndale, ganz besonders Wycliffe, der der Morgenstern der Reformation genannt wurde, der im 15. Jahrhundert lebte. Mit anderen Worten, ein Großdeutschland muss wieder zum Zentrum eines wiederbelebten Heiligen Römischen Reiches gemacht werden. Jetzt kommt's. Es ist bezeichnend, dass Papst Leo XIII. Bei seinem letzten Besuch im Vatikan genau diesen Plan dem verstorbenen Kaiser Wilhelm II. Vorschlug. In des Kaisers Memoiren schildert der Kaiser anschaulich den farbenfrohen und feierlichen Schauplatz, an dem das Interview stattfand, und schreibt, er habe notiert, was für die zukünftigen Angelegenheiten gesagt wurde. Was ihn am meisten interessierte, war das Beharren von Papst Leo XIII. Darauf, dass das Heilige Römische Reich notfalls durch Krieg wiederhergestellt werden sollte und dass zu diesem Zweck, Zitat, Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden müsse. Ende Zitat. Es folgen hier die eigenen Worte des Kaisers. Es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich bemerkte, dass das alte römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber der Papst, der Antichrist, blieb bei seinen Worten. Jetzt sehen viele, wenn sie diesen Spruch oder dieses Zitat aus dem Memoiren des Kaisers gelesen und verstanden haben, jetzt sehen viele diesen 30-jährigen Krieg aus dem 20. Jahrhundert zwischen 1914 und 1945 hoffentlich mit anderen Augen. Hier sehen wir bereits, und soweit ich mich erinnere, war dieses Treffen zwischen Papst Leo XIII. Und dem Kaiser irgendwann rund 1886, ich will das aber nicht beschwören, also weit vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, noch weiter vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs natürlich. Und hier sehen wir bereits, dass das geplant war, dass Deutschland die Rolle spielen musste. Man hat dann natürlich ein bisschen Theater gespielt mit der Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo, um dafür zu sorgen, dass Österreich den Krieg anfängt und Deutschland, das sich mit Österreich verbunden hat, dann Österreich beitritt und dass auf die Art und Weise der Krieg ausbricht. Das ist nur Theater. Beschlossene Sache war das schon weit, weit vorher. Und das ist ein wunderbarer Beweis dafür. Dann muss man halt mal die Memoiren des Kaisers selber lesen. Es steht hier, The Kaiser's Memoirs
bei Willem II, übersetzt von Thomas R. Ibarra, Seite 211, Harper and Brothers, 1922. Ich habe das Buch selbst nicht gesucht. Ich glaube dem Autor hier, dass er das daraus zitiert. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran. Aber wer da Zweifel dran hat, der kann sich ja mal dieses Buch besorgen. Wenn ihr das genau lesen wollt, welches das ist, das PDF von diesem Buch ist ja frei verfügbar. Da steht dann unten der Brunnen angegeben. Und dann könnt ihr das Buch nachforschen. Vielleicht gibt es ein Antiquariat, wo ihr das kaufen könnt. Vielleicht über eBay oder Amazon oder ein Antiquariat irgendwo auf der Welt, das dieses Buch anbietet, dass ihr das besorgen könnt. Und dann könnt ihr das nachlesen. Aber ob ihr das nachlest oder ob ihr das nicht nachlest, die Geschichte zeigt uns heute, und das ist eigentlich der wichtige Punkt, den ich machen möchte. Die Geschichte in 2018, heute, wenn wir zurückblicken, zeigt uns, dass diese Pläne des Vatikans ganz genau aufgegangen sind. Weil wir sehen, wie sie Deutschland in den Ersten Weltkrieg getrieben haben. Wir sehen, wie sie Deutschland danach mehr oder weniger vernichtet haben, mit der Hyperinflation Anfang der 20er Jahre, mit der ökumenischen Flaute 1929 mit dem Schwarzen Freitag, der ja weltweit gegolten hat, das dafür gesorgt hat, dass die Deutschen viel Arbeitslose hatten und keine Aussicht mehr auf ein blühendes Leben im Grunde noch hatten. Und dann hat man ihnen Adolf Hitler vorgesetzt und der hat ihnen dann das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Und auf einmal gab es keine Arbeitslosen mehr und Autobahnen wurden gebaut und Rüstungsindustrie wurde hochgetrieben und dann kam der Zweite Weltkrieg und dann wurde Deutschland wieder mal auf die Schnauze gekriegt. Weil der Vatikan immer mit gespaltener Zunge spricht. Warum? Weil der Vatikan nichts anderes ist als das Sprachrohr des Teufels, der die Schlange ist. Und eine Schlange hat ja eine gespaltene Zunge. Das heißt, und das ist das Interessante, was wir aus dieser Lesung hier mal behalten müssen. Wenn wir dieses Zitat lesen von dem Papst, von dem Kaiser, das er im Gespräch mit dem Papst erfahren hat, dass der Papst zu ihm sagt, und er blieb bei seinen Worten, dass der Papst ihm sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss, wenn man dann glaubt, dass tatsächlich den Deutschen auf einmal zwischen Anführungszeichen Macht gegeben wird. Das ist das, was sie auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite sagen sie nicht, wie sehr sie euch dafür bestrafen werden, dass sie auch tatsächlich die Agenda des Antichristen folgt. Und die Deutschen haben gelitten. Die Deutschen haben gelitten durch die Folgen des Holocausts. Die Deutschen haben gelitten durch die Folgen der Rheinwiesenlager, wo mehr als 1 Million deutsche Soldaten nach 1945 interniert waren und gestorben waren. Ja, wovon kein Schwein spricht heute, habe ich in der Schule niemals gelernt von den Rheinwiesenlagern. Habt ihr da schon mal von gehört? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ich glaube, ich habe da ein Foto von. Es gibt auch von James Buck, gibt es da ein Buch, Other Losses, Rheinwiesenlager. Ja, finde das hier, habe ich jetzt anscheinend hier nicht. Lager. Ich habe da anscheinend kein Foto jetzt von hier auf meinem Computer. Aber das könnt ihr euch ganz leicht raussuchen, wo immer ihr wollt. Das Internet ist voll damit. Und da gibt es dann von James Buck gibt's das Buch. Mal sehen, habe ich den hier vielleicht bei. Das ist ein, ich meine, Kanadier, der das Buch geschrieben hat. James Buck? Nee, auch nicht. Boah, Junge, ist doch... Viele Fotos sind verschwunden, wo es vom einen auf den anderen Computer ging. Naja, früher hatte ich das mal. James Quigley, nee, den wollte ich nicht. Ich wollte James Buck. Losses. Habe ich vielleicht das Buch hier abgebildet unter Losses? Nee, auch keine Suchresultate. Also, Entschuldigung, kann ich euch das jetzt nicht anbieten. Aber das könnt ihr euch dann ja gerne mal selbst mit raussuchen. Deutschland hat also auf der einen Seite die Agenda des Vatikan erfüllt und auf der anderen Seite ganz fürchterlich auf die Schnauze gekriegt. Und im Grunde kriegen wir heute immer noch auf die Schnauze. Deswegen leben die meisten Deutschen ja in dem Land und merken ja, wie sie tagtäglich auf die Schnauze kriegen, mehr oder weniger. Hitler beerbte den Kaiser, fährt der Autor fort. Eben ein anderes Bild nehmen hier. Durch die wiederbelebte deutsche Militärmacht, die aus ganz Europa die Volksregierungen, die Freimaurerei und alle demokratischen Freiheiten auslöschte, folgte Hitler den Verurteilungen von Antichristpapst Leo XIII. Und anderen Päpsten des 19. Jahrhunderts. In den Vereinigten Staaten sind katholische Fürsprecher trotz gegenteiliger Meinungsäußerungen die Gemeinsamkeiten zwischen Nazifaschismus und Katholizismus bewusst gewesen
und haben diplomatisch nach ihrer Verwirklichung gestrebt. Hitlers frühe Eroberungen in Österreich und der Tschechoslowakei wurden von dem katholischen Richter Herbert O'Brien aus New York in einem Artikel in der New York Herald Tribune vom 29. März 1938 als Zitat »Eine natürliche Neuausrichtung in Europa« Ende Zitat begrüßt. Ja? Also Hitlers vor allen Dingen Eroberung der Österreich lassen wir mal eben außen vor, da sitzt eine andere Agenda dahinter. Aber die Tschechoslowakei, das wurde von dem Herbert O'Brien als eine natürliche Neuausrichtung in Europa begrüßt. Also wenn das natürlich ist, dass Deutschland hier ein anderes Land besetzt, dann weiß ich nicht, welche Sichtweise hier der Richter Herbert O'Brien hat. Unnötig natürlich zu sagen, dass seine Ansichten nicht nur seine eigenen sind, sondern ihm offensichtlich von den Jesuiten diktiert wurden, wenn er nicht selbst bereits jesuitisch geschult war. Richter O'Brien hat die Vereinigten Staaten vor der Teilnahme am Krieg auf der Seite Englands und Frankreichs gewarnt. Und hatte erklärt, ein solcher Krieg sei ungerecht, da er sich gegen gewisse politische Anpassungen und Veränderungen in Mitteleuropa durchsetzen wolle, sowie gegen nationalistische Bündnisse, die seit Generationen vor dem großen Weltkonflikt bestanden hatten. Und auch, um dieser großen Konföderation von kleinen Gruppen zu widerstehen, die bis zum Ausbruch des Großen Weltkrieges unter dem wohltätigen Einfluss der Habsburger wirtschaftlichen Wohlstand, Unabhängigkeit und Frieden genossen hatten. Tja, und hier müssen wir eben die Jesuitendoktrin, muss ich das hier mal ein bisschen größer machen, dass man das leichter lesen kann, meinen Kommentar, den ich hier vorbereitet hatte. Hier müsst ihr die Jesuitendoktrin verstehen, die aus die Kunst des Krieges stammt. Das erinnert ihr euch vielleicht noch an aus meiner Lesung Herrscher des Bösen. Da haben wir gelesen über das Buch von Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Einem Buch, das den Jesuiten zugeschrieben wird, dazu mehr in meiner Lesung von Herrscher des Bösen. Eine der wichtigsten Stellen von Sun Tzu, also aus diesem Buch war, Zitat, erscheine schwach, wenn du stark bist und erscheine stark, wenn du schwach bist. Also wurde Deutschland durch diesen ungerechten, zwischen Anführungszeichen, Krieg geschwächt und schien zerstört und schwach. Durch den Marshallplan und als Gründungsnation der EU gewann Deutschland wieder an Stärke und ist heute, 2016, wo ich das Englischbuch gelesen hatte, aber 2018 auch, das wirtschaftlich und finanziell stärkste Land in der Europäischen Union, obwohl hoffnungslos verschuldet, wie die Vereinigten Staaten natürlich auch. Völlig vom Vatikan kontrolliert, kommen die Worte des Antichristen Leo des 13. ein Jahrhundert später zum Ausdruck oder zur Erfüllung. Welche Worte des Leos des 13.? Die Worte, dass er sagt, Deutschland soll das Schwert der katholischen Kirche werden. Wenn ich sie nicht mit dem Schwert bekomme, dann bekomme ich sie mit Infiltration durch die Politik, ja. Und mit Hitlers Schwert hat es nicht geklappt oder hat nur das geklappt, was sie wollten, weil im Zweiten Weltkrieg ist nichts passiert, was nicht vorher bereits beschlossen war. Da könnt ihr mal ganz sicher von ausgehen. Und im Endeffekt haben wir jetzt heute, 2018, 70 Jahre nach Beendigung des Krieges, mehr oder weniger ein Europa, das Hitler damals auch haben wollte. Er hat es auf dem militärischen Wege versucht, weil es wurde ihm auf dem militärischen Wege eingegeben, es zu tun. Und hinterher haben sie es durch die Hintertür geschafft. Durch den sogenannten freien Handel. Ja? Durch sogenannte Freiheit uns zu geben. Nun, er fährt fort mit den Worten. Es ist immer noch der Herbert O'Brien hier. Ja? Der Widerstand gegen diese Anpassung der deutschen Völker mit einigen Gruppen des alten österreichischen Reiches kommt aus England und Frankreich. Diese beiden Nationen haben ihre bittere Abneigung gegen diese Veränderungen als eine Störung des Kräftegleichgewichts in Europa geäußert und fürchten, dass Deutschland in Verbindung mit einem wiedervereinten Österreich die deutschen Völker eine Führungsrolle einnehmen werden. Um diese Position in Allianz mit Italien zu halten, ist es notwendig, Großbritanniens alleinige Vorherrschaft des Mittelmeers zu beenden und seine einzige zukünftige Kontrolle von Indien und Ägypten und den britischen Kolonien in Afrika direkt zu beeinflussen. So, nun schauen wir doch mal heute in 2018 zurück auf England.
da hatten wir doch in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen gewissen Mahatma Gandhi in Indien, dessen Bewegung dazu geführt hat, dass ein paar Jahre später Indien auf einmal von England unabhängig wurde, oder? Wir haben Kanada, das zwar immer noch im Commonwealth in England reingehört und die Queen als oberste Autoritätsperson zumindest im Weltlichen akzeptiert, aber das nicht mehr als England untertänig erscheint. Und genauso mit Australien, das ja auch noch in dem Commonwealth drin ist, aber doch eine eigenständige Nation ist. Und auch im Mittelmeer die Vorherrschaft Großbritanniens zu beenden, die damals war, nach dem Ersten Weltkrieg, wir müssen uns ja eben mal die Unterschiede hier zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg antun. Am Ende des Ersten Weltkrieges hat England zusammen mit Frankreich das Ottomanische Reich zerschlagen und sie haben dann künstliche Grenzen gezogen. Deswegen haben wir heute Länder wie die Türkei, wie Syrien, wie Jordanien, Palästina, später dann auch Israel. Das sind Iran, Irak, das sind alles künstlich gezogene Grenzen nach der Zerschlagung des Ottomanischen Reiches aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg. Damals hat man eben den Engländern die Vorherrschaft darüber genommen und genau das ausgeführt, was wir hier gerade lesen, um die Position in Allianz mit Italien zu halten. Deutsche Position in Allianz mit Italien zu halten, ist es notwendig, Großbritanniens alleinige Vorherrschaft des Mittelmeers zu beenden und seine einzige zukünftige Kontrolle von Indien und Ägypten und den britischen Kolonien in Afrika direkt zu beeinflussen. In Ägypten und in den anderen nordafrikanischen Ländern, wo England jemals Einfluss hatte, hat es heute auch keinen Einfluss mehr. Also das ist alles eingetreten. Er schrieb, fährt der Autor weiter, dass die Zerstückelung des österreichischen Imperiums der tragischste Fehler des 20. Jahrhunderts war. Als England und Frankreich Österreich teilten, zerstörten sie Europa. Er begrüßte Hitlers Erfolg bei der Zerstörung der protestantisch-britischen Hegemonie in Mitteleuropa und bei der Rückkehr zum politischen und sozialen Aufbau der feudal strukturierten Union von Staaten in einer wiederbelebten heiligen römischen Konföderation. Dazu nochmal das Bild zu dieser Konföderation, die wir heute haben. Wir nennen das Europäische Union. Was Amerika bezeugt, ist die normale Wiedervereinigung zweier Teile in die ursprüngliche lebendige Struktur. Es musste geschehen und konnte nicht verhindert werden. In Anbetracht der 100 Millionen Menschen in Mitteleuropa, warum sollte jemand versuchen, dies zu verhindern? Er enthüllte den ganzen Vorwand des offiziellen katholischen Widerstands gegen Hitlers religiöse und rassische Verfolgung sowie gegen seine Protektorate über nicht-deutsche Nationen wie folgt. Zitat: Es geschah mit Hitler. Es wäre aber auch ohne Hitler passiert. Aber ganz gewiss mit ihm. Und mit der Einbeziehung dieser nicht-germanischen Gruppen müssen Hitlers antireligiöse und rassistische Verfolgungen beendet werden und verschwinden. Hitler wird vergehen, aber die große, wiedererrichtete Union wird zusammen mit der religiösen Freiheit überleben. Das ist ein Eingeständnis der Europäischen Union heute. Das wiederbelebte Heilige Römische Reich vor der Reformation unter deutscher Führung. Erinnert euch daran, das Zitat stammt vom römisch-katholischen Richter Herbert O'Brien und spiegelt die Politik der Jesuiten wider, was wir jetzt gerade hier gelesen hatten. Ja? Das war ziemlich heftig, finde ich zumindest. Alleine schon das Gespräch in den Memoiren zwischen Kaiser und Antichrist, Leo dem 13. Wenn man die ganzen Dinge auf eine Reihe setzt, dann erscheint heute in 2018 zurückdenkend ein anderes Bild, Entschuldigung, ein anderes Bild über den 30-jährigen Krieg im 20. Jahrhundert, ein anderes Bild über, was Deutschland alles vorgeworfen wird. Deutschland hat dies gemacht, Deutschland hat das gemacht. Nein, Deutschland. Vor allen Dingen das deutsche Volk war ein Spielball der Mächte hinter den offiziellen Schauspielern auf der Bühne. Das deutsche Volk war der Fußball, den Hitler
nach Spanien getreten hat, nach Österreich getreten hat, nach Italien getreten hat. Und Hitler war nur eine Puppe an den Strängen von der vatikanischen Macht, den Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche. Und ich glaube, es gibt keine andere Lesung, die ich bis jetzt gemacht habe, wie diese paar Seiten aus diesem Buch Hinter den Diktatoren, dass das so deutlich gemacht hat wie das. Meine ich zumindest. Ich denke, dass euch diese Lesung dazu ansetzen soll, selbst ein wenig in diese Richtung zu studieren und zu sehen, wie die römisch-katholische Kirche immer wieder genau die Rolle einnimmt, die Samuel Sigib in seinem Buch über die König-James-Bibel so wunderbar einmal formuliert hat. Er meinte, die römisch-katholische Kirche ist die Person, die zu den zwei Personen, die miteinander kämpfen wollen, sagt, gib du mir deine Jacke und er mir seine Jacke, ich halte die Jacken und ihr beiden kämpft. Ich kann es nicht ganz wortwörtlich wiedergeben, aber so hat Samuel Sigib das in seinem Buch geschrieben. Das Buch heißt An Understandable History of the Bible. Gibt es nur in Englisch. Wer Englisch kann, kann sich das ja mal angucken. Ich habe das Buch fast zur Hälfte gelesen in Hour of the Truth, dann habe ich damit aufgehört, weil ich ein Verständnisproblem mit Samuel Sigib hatte. Nicht über das Buch, das war soweit okay, aber über Samuel Sigib, der hat Dinge geäußert, mit denen ich nicht einverstanden bin und deswegen habe ich aufgehört, das Buch zu lesen. Aber das kann man sich ruhig mal anschauen und vor allen Dingen dieser eine Satz am Anfang, ziemlich am Anfang des Buches, ist eine sehr deutliche Erklärung darüber, wer die römisch-katholische Kirche wirklich ist. Sie züchtet sich zwei Streithähne auf und wenn die zwei Streithähne so voll sind, voller Aggression und Hass gegeneinander, dann lässt sie die beiden aufeinander losgehen und sammelt am Ende die Krümel auf von dem, was übrig geblieben ist und formt sich daraus einen neuen Kampfplan. Genau das ist die Position der römisch-katholischen Kirche. Und genau auf diese Art und Weise will sie die alte Weltordnung, die Zeit von vor der Reformation, Anfang des 16. Jahrhunderts, wiederherstellen. So und nicht anders. Die neue Weltordnung ist nichts anderes als die alte Weltordnung wiederhergestellt mit denselben Spielern, natürlich nicht physisch, aber psychisch mit denselben Spielern an der Macht. Die Feudalherrschaft in einem vereinten Europa, das wir heute haben, wo die Nationalgrenzen verschwommen sind, weggewischt werden und mit den nationalen Grenzen verschwindet auch die nationale Kultur. Und deswegen muss dafür gesorgt werden, dass durch Einwanderung und andere Maßnahmen die Deutschen ihre Kultur restlos verlieren. Es gab da einen wunderbaren Satz, ich möchte da jetzt nicht weiter darauf eingehen, ihr könnt euch das gerne angucken, sobald ich die Videos veröffentliche. Victor hat auf seinem Kanal vor ein paar Tagen den ersten Teil der Lesung veröffentlicht. Ihr könnt ja mal auf seinen Kanal gehen und euch das da anschauen. Das heißt, die Jesuiten und das Deutsche Reich. Das ist ein Heft, das ich mir gekauft hatte. Also, ich will da jetzt gar nicht so weit darauf eingehen. Ich erkläre das alles in der Lesung selber. Schaut euch das an. Die Jesuiten und das Deutsche Reich, und das könnt ihr auf Victors Kanal finden. Er lädt es hoch, er hat von mir die Erlaubnis bekommen, ich habe ihm die ganzen Teile durchgeschickt, dass er das als Premiere auf seinem Kanal hochlädt. Ich werde es auf meinem zweiten Kanal hochladen, sobald die Lesung von Theodor Griesinger, dem ersten Band, abgeschlossen ist. Dann kommen die 5 Videos und dann kommt der zweite Band von Griesinger dort. Und da sind ein paar Sätze darin, die es einem geschichtsverständlich noch besser, noch deutlicher machen als das, was ich hier heute gesagt habe, sagt der Autor Arthur Böttling in diesem Heftchen sehr, sehr deutlich. Und dann verstehen wir aus dem Geschichtsverständnis heraus, aus allem, was ich in den vorherigen Lesungen zu diesem Thema bereits gesagt habe, was ich heute gesagt habe, dann verstehen wir, wie die Puzzleteile ineinander fallen und auf einmal formt sich vor unseren Augen ein Bild, das wir endlich verstehen können. Ein Bild, das endlich Sinn macht. Ein Bild, das sich nicht immer widerspricht. Weil heutzutage, wenn wir unsere Geschichte lernen, dann haben wir immer nur widersprechende
widersprechende Geschichte, weil die Juden lehren das, die Katholiken lehren das. Und die lehren das und die lehren das und die lehren das. Und auf der Schule lehre ich das und dann habe ich dieses Buch und jenes Buch und diese Dokumentation auf dem Fernsehkanal und das und da. Und so viele Widersprüche. Und jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, durch diese ganzen Dinge wie eine Perlenkette aufzuziehen und die Dinge hintereinander zu beschauen in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Spielern, exposiert, also bloßgestellt, und den Drahtziehern bloßgestellt, genau deswegen auch der Titel hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, um zu erkennen, wer diejenigen sind, die hinter diesen offiziellen Schauspielern die Macht im Grunde haben und 50, 100, 150 Jahre im Voraus diese Dinge planen. Und darum ist es so wichtig, hauptsächlich auf Basis der Bibel schon mal zu verstehen, dass in der Bibel all diese die bereits vorher geschrieben sind. Natürlich nicht in diesem kleinen Detail, das ist logisch. Die Bibel hält sich nicht, beschäftigt sich nicht mit diesen kleinen Details, sondern sie schreibt es im Großen. Aber wenn die Bibel in Offenbarung 17 und 18, was die Bibel uns da deutlich macht, das ist, was wir hier im Kleinen, im Detail geschichtlich studieren können. Und wenn wir die Bibel haben und wenn wir eine Geschichtsstudie haben mit Hilfe von solchen Büchern und anderen Büchern, dann ist es uns endlich mal möglich, das ganze Gesamtbild zu erkennen und zu sehen, welches Spiel mit uns gespielt wird. Und dann müssen wir uns nur noch mal die Frage stellen, wollen wir auch so ein Fußball sein, der von dem einen hierhin und dorthin getreten wird, wie ich das Beispiel brachte von Hitler, der das Volk als Ball gebraucht, um ihn zu Franco zu schießen und nach Italien und was weiß ich wohin. Wollen wir dieser Ball sein? Oder sagen wir nein? Ihr habt keine Macht über mich, weil ich habe Jesus Christus als meinen Herrn und dem diene ich in seinem Königreich und nicht hier irgendwo in diesem antichristlichen Königreich auf Erden. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben, weil auf welcher Seite ich da auch mitspiele, ich kann nur verlieren, aber ich kann alles gewinnen mit Jesus Christus. Jetzt möchte ich Viktor zum Abschluss nochmal ans Wort kommen lassen. Ja, danke Jörg. War eine schöne Zusammenfassung von dir nochmal zum Schluss. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich weiß ja nicht. Nein, an sich hoffe ich auch, dass natürlich wieder mit der heutigen Lesung vielleicht dem einen oder anderen so die eine oder andere Nebelschwade auch so ein bisschen sich gelichtet hat, dass man ja mehr und mehr auch erfasst, wer die Drahtzieher sind hinter den Diktatoren und ja, wie du schon sagtest richtig, dass sich sowas natürlich schon Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch weiter vorher, sich sowas schon entwickelt quasi, ne? Die Saat wird dann schon wesentlich früher schon gesät und ja, das Ergebnis können wir, glaube ich, heute alle an uns ganz gut sehen. Also ja, gerade für uns Deutsche, glaube ich, auch ist es jetzt auch nach meinem Eindruck auch nochmal so speziell wahrscheinlich, dass wir ständig oder regelmäßig auf die Fresse kriegen, wie du sehr sagtest. Und dass es im Grunde auch nie was Neues unter der Sonne hier für uns gab oder auch, ich denke, auch nicht in Zukunft geben wird. Deutschland wird vermutlich immer das Schwert, zumindest in Europa, der katholischen Kirche bleiben. Und ja, mein Eindruck ist halt auch, dass speziell wir Deutschen wahrscheinlich immer, ja, auch natürlich durch diese ganze Ideologien, die auch gerade heute alle laufen, mit Gender und du nennst es Sodomie, / Homosexualität und dergleichen, die Zerstörung der kleinsten sozialen Einheit des Menschen, die Familie. Und ich denke, da sind wir auch in Deutschland auch schon wahrscheinlich Vorreiter, wie in so vielen anderen Dingen auch. Ja, die römisch-katholische Kirche, denke ich, möchte auf jeden Fall, dass die Deutschen weiterhin vom Glauben abfallen, beziehungsweise nicht zu ihm finden werden. Und mit diesen Worten möchte ich mich bei dir bedanken nochmal, Jörg, für diese wunderbare, schöne Lesung.
Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und sag an dieser Stelle Tschüss. Ja, danke, Viktor. Wir haben ja auch noch zwei Seiten in diesem Papier zu gehen, für dieses Kapitel abzuschließen. Und das werden wir wohl, schätze ich mal, nächstes Mal mit der dritten Lesung schaffen, wenn wir uns wieder dem Buch widmen, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, Kapitel 4, die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Es war heute, glaube ich, ziemlich deutlich, inwieweit das geglückt ist und inwieweit Deutschland da eine führende Rolle gespielt hat, dass ja bereits das erste Heilige Römische Reich deutscher Nation über 1000 Jahre lang geleitet und geführt hat. Wie gesagt, macht eure eigenen Studien in der Zwischenzeit, besorgt euch auch Bücher über und vor allen Dingen studiert eure Bibel und findet zu Jesus Christus, denn er ist alles, was zählt. Nichts anderes zählt auf dieser Welt.